VfH Buchs oder KVA oder landläufig Kehrichtverbrennung Buchs. Energie aus Abfall VfH für unsere Umwelt. Im Dezember 1960 hat es angefangen mit den Gemeinden Buchs, Schaan und Vaduz. Jetzt gehören 42 Gemeinden von Rinnig über das Fürstentum Liechtenstein bis Pfäfers und Wallenstadt dazu. Sie alle bringen ihren Abfall auf Buchs und dort wird er verbrennt und genutzt. Der Rauch, der aus dem 70 Meter hohen Chemie zum Himmel steigt, der Wasserdampf, ja, der hat früher viel zu reden gegeben. Von Dreckschleudern war es dreh, die Zeit aber sind vorbei. Die Energiebrücke im Hintergrund über den Rhein durch bringt Wärme ins benachbarte Fürstentum Liechtenstein. Der Abfall inzwischen fast ein Geschenk vom Himmel, eben dank weitsichtiger Entsorgung. Nicht zuletzt darum ist die Stadt Buchs auch in Sachen CO2 ein kantonaler Musterknabe. Es gibt viel zu erzählen über die KVA. Der CEO, der Urs Brunner, hat mir einen kurzen Einblick gegeben. Ja, Urs Brunner, aus Abfall wird Energie, Fernwärme, Strom. Und wir sind jetzt hier quasi im Sitzungszimmer drin und vor dieser Tafel, wo man eben sieht, wo die Fernwärme alles eingeht. Kannst du es einmal erklären? Genau, also wir sehen hier eigentlich auf dem Bild, wo die Fernwärme und der Ferndampf hingeht. Man kann sagen, wir haben ja schon seit dem 74 eigentlich Buchs, sind wir am Erschliessen mit Fernwärme. Wir haben dann im 2010 angefangen, Grabs zu erschliessen. Parallel ist seit dem 74 auch die Firma Merck oder damals Fluca Spezialchemie, Sigma Aldrich, wie sie auch geheissen hat, angeschlossen. Also von Anfang an ist sie dabei. Und wir sind dann vor etwa 10 Jahren übergegangen ins Liechtenstein, haben dann die Firma Hilgona und Ospel angeschlossen gehabt, haben dann vor etwa 2 Jahren den Milchhof noch dazugenommen hatte. Der war auch am Anfang schon geplant, aber ist ein bisschen später dazugekommen. Dann haben wir natürlich gesehen, ja, wir haben gewisse Kapazitäten vorig in diesem Dampfleitungsnetz und haben angefangen, dann auch etwa vor 2 Jahren mit der Gasversorgung, Liechtensteiner Gasversorgung, zum Beispiel Bändern erschliessen, kleine Leistung im Moment natürlich noch, haben dann letztes Jahr einen riesen Schritt gemacht, und zwar hat die Gasversorgung können Ivoclar anschliessen und wir haben dann über die Verbindung zum Milchhof können die Energie oder können die Energie liefern. Das ist natürlich auch ein sehr interessantes Projekt, und das, was wir letztes Jahr auch gemacht haben, das ist eigentlich das Fernwärmenetz Schaan erschliessen, also man sieht es da ein bisschen, Buchs, Grabs, sind wir auf die andere Seite. Im Moment doch schon eine rechte Leistung von 1,6 Megawatt Post- und Frickbau. Das Betonwerk denen ist natürlich das Highlight, das braucht sehr viel Energie, die wir dann anschliessen. Irgendwann möchte man da eigentlich natürlich das Ganze zusammenschliessen. Das gibt dann auch so eine Ringleitung, wie wir es eigentlich schon in Buchs und Grabs haben. Doch recht eine komplizierte Sache und mit Bauen nie ein Problem gewesen, was Bewilligungen und so weiter. Ja, also auf der Schweizer Seite ist es schön, dass man eigentlich mit Buchs, mit Grabs, dass wir eigentlich in den Werkkoordinationen dabei sind, kann sich abstimmen, dass man wirklich nur einmal aufreißt, also mit dem Wasser zusammen alles kann abstimmen. Das läuft sehr gut. Im Liechtenstein, ja, wir haben hier natürlich unsere Erfahrung gemacht mit der Dampfleitung vor 10 Jahren. Wir haben hier einen Partner gesucht und haben das in der Liechtensteiner Gasversorgung gefunden. Wir sind jetzt schon im dritten, vierten Jahr von der Zusammenarbeit und das läuft sehr gut. Also sie bauen eigentlich im Liechtenstein hin. Es läuft ja eh sehr gut. Also wenn man so Klimadiskussionen anschaut, Kyoto-Protokoll und so weiter, Liechtenstein kann dank dem Prozessdampf ein Drittel, jetzt sicher sogar noch mehr, oder? Von dem, was sie quasi müssen, rückvergüten, gut machen. Das ist so, ja. Also sie können natürlich, es ist halt immer so ein Streitpunkt, wer wird wem was gut geschrieben, aber das ist halt überall so in der Politik. Aber im Moment ist es so, natürlich durch die Leistung von der Firma Hilgona, Ospelt und der Milchhof beziehend, haben sie eigentlich den Großteil von ihrer Hausaufgabe schon erledigt. Ja. Der Prozesskampf, also der geht durch mit einer gewissen Temperatur, wird dann wieder rückgeführt. Also, wie sieht denn das temperaturmäßig aus? Das kann man sich als Sei ja kaum vorstellen. Man kennt natürlich die Energiebrücke, man kennt die dicken Leitungen, die durchgehen, die dünnen, die zurückgehen. Genau. Aber was ist das temperaturmäßig so? Temperaturmäßig gehen wir mit Dampf von 260 Grad über und kommen als Kondensat, eigentlich als Wasser, wieder zurück mit etwa 90, 60 bis 90 Grad, je nachdem. Und das Wasser, das kommt in die Speicher rein, oder? Das kommt wieder zurück in die KVA, geht wieder in normalen Kreislauf, Wasserdampfkreislauf, und wird wieder verwendet. Ja. Und wieder aufgeheizt, geht wieder rüber, kommt wieder zurück. Also der Wasserdampfkreislauf ist ein stetiger Kreislauf,
wo man eigentlich nur Verlustwasser muss, austauschen muss. Hochinteressant, auch hochkomplex, sehr kompliziert. Du hast eine Maschine, Ingenieur studiert, eben, das braucht es, glaube ich, schon ein bisschen, oder? Ja, also braucht es. Also wir haben natürlich viele Leute da, die den ganzen Betrieb leiten, die Schichtarbeiten machen und so weiter. Also das kann man alles normalerweise wirklich erlernen. Das andere, das ist die konzeptionelle Sache, da hilft das Studium vielleicht ein bisschen. Aber am Schluss die Umsetzung, das kann eigentlich eben, ob man mechanischen, elektrischen Hintergrund hat, ja, das ist natürlich von hilfreich. Und in dieser kurzen Sequenz, die ich jetzt befragt habe, dein diplomatisches Geschick, wie du auf Leute zugehst, hilft auch, oder? Ich denke, ja, ich hoffe es. Braucht es ja, aber, gell? Also man muss es auch motivieren können, also das ist natürlich schon so. Und das ist das Herzblut der Angelegenheit, das ist ja schon der Karl Hollenstein, mein Vorgänger, mit Herzblut dran gewesen. Und ich hoffe, ich kann das so weiter treiben und auch vorantreiben, wie er das schon eingespurt hat. Ja. Es ist ja schon eine längere Geschichte, gell? Also 1960 ist der Verein gegründet worden, dann 1962 hat man seinen Betrieb genommen. Da sieht man auch noch die Kehrverbrennungen von damals. Also da bin ich gerade in die erste Klasse gegangen, da kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich eben noch an die VW Käfer erinnern, das war eines von meinen ersten Autos. Ja, also es hat sich schon sehr viel getan, oder seitdem? Absolut, die Technik hat sich natürlich gewaltig entwickelt, kann man sagen. Man sieht es nur so am Ochsnerwagen, den wir jetzt gerade gesehen haben. Da ist viel passiert. Es ist aber immer noch, natürlich Müllverbrennung ist immer noch eher eine handwerkliche Geschichte, weil wir haben ja alles im Müll drin. Also du hast von Metall über Kunststoff, über Holz, alles drin und alles muss verbrennt werden, super. Also es ist keine Hightech-Industrie, sondern man muss wirklich können alles entsorgen und auch super entsorgen. Das ist das Hauptthema. Genau, und damals, da hast du natürlich nicht miterlebt, hat es dann eben Ärzte im Liechtenstein, die gesagt haben, wenn das Rauchfähnchen aufgegangen ist, alle Kinder blank haben Bronchitis gehabt, hat es geheißen, das Zeug stinkt, riesen Diskussionen um die Rauchgasreinigung. Hast du jetzt so die Diskussionen, wenn die Rauchfahne rauskommt? Wir haben natürlich den grossen Vorteil, die Technik hat sich weiterentwickelt. Man hat hier eigentlich erst nur einen Staubfilter gehabt, einen Elektrofilter nennen wir das. Da haben wir auch den Staub rausgeholt. Aber wenn man ehrlich ist, wir haben erst in den 80er Jahren Rauchgasreinigungsanlagen bekommen, wo dem technischen Standard von so grossen Anlagen entsprochen hat. Und seitdem sind wir natürlich bei weitem also wirklich sauber, was wir eigentlich rauslösen. Das ist heute halt wie beim Katalysator hinter dem Auto. Ein bisschen etwas kommt noch raus, aber das ist natürlich ganz eine andere Geschichte als 1960. Und 1960, muss ich ehrlich sagen, ja, ich hätte auch nicht müssen im Chemie schnüffeln. Also, ja, aber das ist schon in den 80er Jahren. Ich kann mich erinnern, es heisst ein nass, halbnass, trocken Verfahren, Rie als Vorfutter nutzen, riesige Diskussionen von Hüben und Trüben im Rie. Wir hätten sie gerne einen Streit bekommen, Liechtensteiner Vertreter sind austreten und so weiter. Aber jetzt inzwischen ist man auf einem guten Weg. Also diese Diskussionen, die gibt es nicht mehr. Also die Startphasen, die sind wirklich kritisch gewesen und die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Nein, man kann heute wirklich auch mit Messwerten, wir tun ja online Überwachung betreiben, das kann man jederzeit zeigen, dass wir bei weitem unter der Grenzwert sind. Ja. Also wir sehen hier eigentlich die Aufnahme von der Bautätigkeit im 2014 im Städtli Werdenberg, wo man wirklich mit allen Gewerken, mit der Gemeinde, mit der Wasserversorgung, Abwasserleitungen, Stromkabel, alles hat man eigentlich erneuert gehabt. Man hat zuerst alles gescannt, dass ja keine Bauwerke beschädigt werden und hat dann nebeneinander, man sieht es eigentlich auf den Bildern, alles wirklich miteinander im Boden verleiht. Unsere Leitung, das ist die schwarze, das ist die Fernwärmeleitung, die man hier sieht. Eben jedes Haus hat einen Anschluss bekommen. Ja, dann eben, wie gesagt, Stromkabel, natürlich heute auch die ganze Informationskabel, die es da gebraucht hat. Ja, das war das Highlight hier im 2014, ja, wo wir das ganze Städtli erschlossen haben. Ja. Und ist halt heute noch gerne so ein Vorzeigeprojekt, das wirklich von A bis Z. Ja, genau. Jetzt sind eure Leitungen sind so schwarz. Ich immer gemeint, die sind blau, wenn sie bei euch weggehen. nein. Also, was sind denn die blauen, die da unten weggehen? Ja, die blauen, also die blaue jetzt zu der Firma Merck, das genau, ist die Abluft, die überkommt. Ah. Also wir tun die Abluft von der Firma Merck reinigen oder mitverbrennen, kann man sagen. Da gibt es eigentlich einen Reinigungsprozess für das. Und die Fernwärmeleitung, nein, die sind eigentlich, entweder sind sie so wie jetzt da mit Kunststoffummantelung, schwarz.
Oder es kann natürlich auch sein, Dampfleitung, das ist eine Stahlleitung, die nachher mit Silber, mit Alu ummantelt, isoliert wird. Ah, das Blaue, als man jetzt hier in die andere Richtung sieht, zur Firma Merck, das ist keine Fernwärme? Nein, das ist die Abluftleitung, die von der Firma Merck zu uns überkommt, ja. Und so, mit diesen schwarzen Rohren, da ist jetzt im Grunde nur ja, ganz Buchs, Krebs, jetzt eben dann auch dort auch richtig Schaden, Bänder, alles so mit eurer Wärme versorgt. Genau, wir haben eigentlich überall da, also ich sage mal die Hauptleitungen, das sind wirklich die grossen Leitungen, das sind fixe Rohre, also Stahlrohre. Und da sieht man schon, die haben so wie Wellen. Das sind so flexible Rohrleitungen, die tut man eigentlich nicht, um die Häuser anschliessen. Weil da kann man doch einmal, wenn etwas im Weg ist, ein bisschen einen Stein umfahren oder da, man sieht es auch, ein bisschen ja, den tollen Deckel oder wo sie jetzt gerade die Leitungen reingehen, umfahren. Oder das ist natürlich mit einer fixen Rohrleitung so einfach nicht möglich. Und darum die Hausanschlüsse sind meistens die flexiblen Rohre. Und die Hauptleitungen, das sind dann wirklich grosse 20er, 30 cm Durchmesserleitungen, die wir im Boden drin haben. Und was wir hier gehört haben, das war ein Rumpel. Da lehrt jetzt jemand, gab der Güssel aus da hinten dran. He? Ja, genau. Wir haben da hinten natürlich unsere vier Tore, wo der Abfall eigentlich hineingeführt wird. Heute ist Freitag, jetzt müssen wir eigentlich den ganzen Müllbunker aufgefüllt haben, damit wir dann bis am Montagmorgen auch die Anlage rund um die Uhr laufen lassen, bis dann wieder die nächsten Kunden kommen, am Montagmorgen den Abfall bringen. Und hier sehen wir im Müllbunker rein, gewisses Material, das gerade abgeliefert worden ist. Auf der linken Seite der Müllberg, den wir sehen, das ist eigentlich unser Materiallager für das Wochenende. Am Wochenende wird ja kein Abfall angeliefert, das heisst, wir müssen hier jetzt im Bunker so viel Material haben, dass wir das ganze Wochenende bis am Montagmorgen können die Anlage betreiben können und dass dann ja, am Montagmorgen wieder die Kunden können neue anliefern können. Hat es denn immer genug Material? Ja, wir haben recht viel Material in der Region. Es ist halt wirklich so, dass vor allem die Bautätigkeit heute einen gewaltigen Abfallstrom generiert. Auch die Umbauten, Renovationen und so weiter. Da kann man nicht alles recyceln, sondern vieles kommt auch zu uns zum Verbrennen. Das heisst, ihr habt hier nie Engpässe? Nein, das kann man wirklich nicht sagen. Es kann sein natürlich, das wäre wünschenswert, dass wir wirklich mal wieder einen Winter überkommen. Und dann stellt natürlich der Bau ab minus 5 Grad zum Beispiel alles ein und dann ist schon der Abfallstrom massiv reduziert. Ja. Für das machen wir aber die Abfallballen im Sommer. Wir tun ja die Abfall, die Trockenabfälle, die kommen vom Baugewerbe, tun wir schreddern und ballieren. Und die haben wir dann eigentlich für den Winter zur Verfügung, wenn dann mal der Bau seine Tätigkeit einstellt. Ich tue jetzt gerade eine zurückwägen und sie kommt nachher zu mir rein gut zahlen. Also, du fährst einmal auf die Waage und dann nachher wieder auf die Waage, oder? Jawohl, genau. Und Privaten kommen dann zu mir gut zahlen. Und wenn man, glaube ich, gewisse Tonnage hat, zahlt man 38 Franken, ja, oder? Ja, bis zu 200 Kilo ist es 38,75. Sapper, ganz genau Mast. Gesagt. Das ist nicht günstig. Da musst du aber immer noch auf Draht sein. Wie schaffst du das logistisch? Weißt du, dass du wieder die gleichen wieder hast, bei mir und beim Rausgehen? Ich speichere die Autonummer und dann kommt eigentlich der Kunde führen. Aber und bei den Privaten dann muss ich einen Code eingeben und die Autonummer einspeichern. Und wenn er wieder auf die Waage fährt, dann sehe ich die Autonummer. Und jetzt ist der Reis draussen. Was muss es der machen? Der Reis, ja. Der kommt jetzt zurücklegen, der hat jetzt abgeladen. Jetzt kann ich hier den Kunden vorher speichern. Dann habe ich hier den Kunden Reis, den ich eröffne und zurücklege. Aha. Und er kommt jetzt zu mir, den Lieferschein zu holen. Ist es eigentlich schwierig, hier zu steuern? Ja, schwierige Sache. Dann ist ein genaues System. Jetzt schaust du aber, was machst du jetzt genau? Jetzt machen wir eigentlich den Stock fürs Wochenende machen und die Öfen mit Müll versorgen. Ja. Den Abfall mischen müssen wir auch, bevor wir ihn in die Richter reinwerfen. Weil hat ja nicht alles, was kommt, den gleichen Heizwert. Hoi, da musst du aber noch ein bisschen auskennen. Ja, also, ich sage, es ist Übungssache. Wie mischst du denn das? Ja,
Man nimmt den Greifer von da, von dort und mischt es zusammen. Aha. Halt, wenn dann ein Lastwagen kommt, der vornehmlich Holz hat, dann hat er den tiefer Heizwert wie einer, der vielleicht Plastikabfälle hat oder so Sachen. Ja, genau. Und da siehst du jetzt alles da oben, aber das ist Erfahrung. Genau. Ja. Das ist mir noch ein bisschen kompliziert. Hey, jetzt riecht's, was ist da? Das ist Staub. Aha. Aber da sind wir sicher vor dem Staub. Da. Ja, ja. Gut, immerhin selber. Dann hast du hier noch Bildschirm. Was ist denn das? Was siehst du denn da? Das ist auch das Leitsystem von der kompletten Anlage. Also da aus kann man die ganze Anlage steuern und fahren. Jetzt gehst du wieder runter. Wo tust du es denn nachher her eigentlich? Hier auf den Stock hinter. Aha. Eben, den biegen wir jetzt auf und da führen wir dann am Wochenende, wenn keine Anlieferung ist. Ja. Also der sollte heute Abend noch ein paar Meter rauf und nachher bis am Montagmorgen ist der wieder leer. Hoi. Du, ja, ein paar Meter. Geht ein paar Weile, bis zum Bier kommt, ja? Also ich muss es ehrlich sagen, ich sehe das überhaupt nicht. Da braucht man auf eine Schandübung. Wie lange hast du gebraucht, bis du das können? Oh, ja, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Das Kranfahren selber, ich meine, das lernt man in einigermaßen kurzer Zeit, aber halt, was man wie ein bisschen mischen muss, dass die Öfen gescheit brennen, das braucht seine Zeit. Ja, jetzt hast du ausgelernt. Ja. Und das muss es, der Stock muss es nicht bis ganz zu, oder was? Ja, nicht gerade bis ganz zu, aber er sollte jetzt hier schon ein Stück wieder raus. Dann geht in dem Fall noch locker, sagen wir mal, so noch 2-3 Stunden, he? Ja, so eine Anlieferung ist noch bis um 5 Uhr. Aha, gut, jetzt. Danach muss es dann langen. Was heisst das, dass es so rumgeguckt? Das ist jetzt ein Alarm von der Anlage aus. Aha, ja. Das ist zum Beispiel die Dampfproduktion von einem Ofen, der ein bisschen tiefer ist als normal. Ja. Mit dem hast du dann nichts zu tun, nehme ich an. Du musst ihn einfüllen. Mal, also ich überwache jetzt eigentlich zuerst einmal, ob die Regelung vom Ofen das selber wieder ausgleichen kann. Ja. Und wenn nicht, dann rufe ich dem von der Schicht, der gerade Aussendienst hat, und dann geht der mal vorbei schauen und regelt das Ganze von Hand. Ja, du jetzt auch aus! Könntest du das da? Nein, ich habe es auch schon probiert. Eben, gell? Sie haben mich dann schnell wieder entfernt von dem Stuhl. Ja gut, da muss man jetzt auch alle. Ich nehme auch. Genau. Dann hat der Kogi Greifer gemacht, was er hat wollen. Und die anderen gelachen. Das sieht immer so keiben einfach aus, haben es drückkopf vergessen, ja, gell? Nein, das ist so, ja. Wenn man einen Neuherr erhöht, dann weiss man... Schau, jetzt päckelt er es. Und braucht noch ein Bier. Ja. Mir ist es nicht mal geraten, den Greifer voll zu kriegen, weißt du? Irgendwie. Die Hälfte wieder rausgegangen. Ja. Wie warm ist da hinten? Ja, jetzt sind schon 800 bis 1000 Grad. Und jetzt, wenn du geputzt hast, kein Problem? Nein, dann zieht die Luft hier. Aha. Da haben wir alles unter Unterdruck. Da haben wir sicher 1000 Grad, wenn nicht noch höher. Das Ganze wird da wirklich ausbrennt, dass nur noch das übrig bleibt, das nicht brennen kann. Und das geht dann da in den Schlackenschacht runter, in ein Wasserbad und wird dann abgekühlt und geht hinten raus in die Weiterverwertung. Weil wichtig ist ja, dass du nur so viel Luft gibst, dass du eine saubere Verbrennung hast. Das ist wichtig, oder? Die Luftzufuhr natürlich. Ja, genau. Da wird auch ganz geschaut, dass man stöchiometrisch verbrennen, dass wirklich nur die Luft verwendet wird, die man braucht. Und öfter mal öffnen die Räder und gehen da rein? Ja, also wir haben natürlich einmal im Jahr eine grosse Revision, wo dann die Türen da geöffnet werden und wo man dann den ganzen Ofen muss inspizieren, flicken, wiederherstellen alles, sodass wir wieder ein ganzes Jahr durchfahren können. Da sieht man eigentlich den Ofen 2. Wir schauen hier eigentlich in den Feuerraum rein, wo man auch bei etwa 1100 bis 1200 Grad verbrennt. Die Wände sind ja gekühlt, also das Rauchgas geht nachher etwa mit 1000 Grad in den Ofen hinein und wird dort zu Dampf umgewandelt. Oder die Energie wird genutzt, um Dampf zu erzeugen. Ja, da sind wir beim Ofen 3, das ist unser grösster Ofen. Da tun wir etwa 10 Tonnen pro Stunde Abfall verbrennen. Also 10.000 Kilogramm pro Stunde, die hier verbrennt werden.
Es laufen also immer alle drei Öfen in diesem Fall, oder? Eigentlich fahren wir rund um die Tour Vollgas. Außerdem man hat einen Ofen in der Revision, wo man halt mal schnell einen Service muss machen muss. Aber sonst fahren wir immer durch. Ja. Da sehen wir eigentlich Turbine 3. Das ist eine von vier Turbinen, die wir haben, zum Strom erzeugen. Die Turbine läuft etwa mit 10'000 Umdrehungen pro Minute, wird dann über das Getriebe da von der Firma Mark reduziert auf etwa 1500 Umdrehungen, die der Generator hat, um die 50 Hertz Strom zu erzeugen. Die Turbine verarbeitet etwa 42 Tonnen Dampf pro Stunde. Also da sehen wir eigentlich die ganzen Verteilleitungen für die Fernwärme, für die Abwärmenutzung, für Aufwärmungen, die wir haben. Alles eigentlich für unser Fernwärmenetz. Ja, da sind wir etwa auf 25 Meter oben auf der Anlage. Wir sehen über zu unserer Dampf- oder Energiebrücke, kann man sagen. Die Energiebrücke ist dazu da, dass wir den Dampf für die Firma Ospelt, Hilgona, Milchhof können überbringen zu den einzelnen Kunden. Und wir haben ja eben seit letztem Jahr auch eine Fernwärmeleitung für Schan da installiert und können so auch Fernwärme ins Liechtenstein überliefern. Und zugleich natürlich für Fußgänger und für Trabfahrer auch eine willkommene Gelegenheit. He? Es ist eine schöne Gelegenheit, eigentlich rüberzugehen. Ja. Man kann da jederzeit rüber schwenken. Es ist etwas gewackelig natürlich. Man merkt, es ist etwas. Wie sagt man dem? Mit etwas Bewegung, aber es ist eine ganz tolle. Wir haben ja auch jede Menge Verliebte, die da Schlüssel anhängen. Genau. Also sie wird mehrfach genutzt, das ist so, ja. Wir sind jetzt auf 25 Meter, hast du gesagt. Wenn wir uns da mal hinten schauen, das Chemie, gell? Das sind jetzt Speicher da. Das Chemie, das wäre dann auf ungefähr 80 Meter, habe ich mir an. Also das Chemie selber ist etwa 70 Meter hoch. Ja, da sehen wir unsere 12 Speicher. Die 12 Speicher sind recht gross, und zwar reden wir hier etwa von 2,4 Millionen Liter Wasser, das da drin ist. Das Wasser wird täglich eigentlich in der Nacht von 60 Grad auf 150 Grad aufgeheizt, sodass wir dann tagsüber können eigentlich das Fernwärmenetz mit der Wärme, die wir da gespeichert haben, betreiben, dass wir mehr Strom und mehr Dampf zur Verfügung haben für die anderen Kunden. Und dann habt ihr ja hier einen ganz speziellen Speicher, gell? Ja, so Speicher, wir haben hier nebenan noch den Elektrokessel. Das ist eine Power-to-Heat-Anlage, nennt man das heute so. Da können wir Regelenergie fahren. Das heisst, wenn im Stromnetz zu viel Strom rum wäre und eben der Netzbetreiber ein Problem hat, dass er Überlast bald fährt, dann können wir unseren Strom wieder umwandeln in Wärme, also in Wasser, eigentlich Heißwasser, und tun dann direkt ins Fernwärmenetz, in die Speicherinnen. Und das ist der da links, der noch keinen Deckel drauf hat? Genau, das ist der da links. Der hat eine Leistung von etwa 15 Megawatt oder 15'000 Kilowatt, ja, genau. Die der pro Stunde kann erzeugen kann. Und so könnt ihr immer eure 50 Hertz einhalten? He? Also wir auch natürlich, aber das Stromnetz kann vor allem die 50 Hertz so einhalten. Und ohne der geht es ja eben nicht, gell? Er ist natürlich ein kleiner Teil. Also das meiste macht Wasserkraft, ja, die ganzen Stauseen. Das sind eigentlich die grossen treibenden Sicherheitsmechanismen, die wir in der Schweiz haben. Aber wir sind jetzt bereits etwa 5 oder 6 KVAs, die so einen Kessel haben. Also wir sind doch ein namhafter Player, ja. Auch ein namhafter Player, was Stromproduktion betrifft, das ist sehr viel, gell? Ja, das natürlich auch. Wir tun doch etwa 80'000 Megawattstunden für die Region zur Verfügung stellen, wo man da natürlich sonst anderweitig müsste herstellen. Und jetzt für Sewibux wäre das eine Überproduktion, oder? Das müssen anderweitig abgeben, oder? Also wir haben natürlich eben, der Strommarkt ist so gross und offen. Und es ist natürlich so, wir können auch zu jedem Zeitpunkt ausfallen. Und für SEWE ist das natürlich ein Risiko, oder? Auch wenn sie Verträge machen und. Und sie könnten unsere Menge noch verkaufen. Wenn wir dann ausfallen, oder? Das ist halt wie im wirklichen Leben, wenn man nicht liefern kann, dann gibt es Penalen. Und das ist natürlich nicht tragbar für eine SEWE, wie in der Grössenahnung von Buchs. Ja. Es hätte mal ein Projekt gegeben, quasi eben die Rheinkraftwerke, 5 Kraftwerkstufen zwischen Tröbach und Sennwald, 440
Millionen Kilowattstunden hat man dort geredet. Das sind Staukraftwerke, das ist nicht stand gekommen, einfach wegen Unsicherheit, was der Einfluss dann für eine Rolle spielt bezüglich Grundwasser. Man hat dann Angst gehabt, zuerst in den Keller voll Wasser mit einem größeren statischen Druck. Und nachher, wenn dann die Rheinsohle mal abdichtet ist, nachher gehen ja alle Pfähle kaputt, weil sie aber dann zu wenig Grundwasser haben oder der Grundwasserspiegel zu tief sind. Jetzt 440 Millionen Kilowattstunden. Also ihr produziert jetzt sagen und schreiben hier mit dem Abfall auch etwa ein Fünftel von dem Ganzen. Ein Fünftel, ja, würden wir jetzt hier eigentlich abdecken. Ja. Ist aber natürlich auch so, je nachdem, die Wärmekunden haben immer Vorrang. Im Winter ist natürlich die Wärmekunden vor allem, die Energie nehmen. Im Sommer haben wir natürlich nicht so viele Wärmekunden. Das heisst, dort wird viel mehr Strom produziert. Ja. Aber alles in allem wirklich eine absolut super gute Sache. Etwas, wo man ja, also das Projekt hier, von dieser Brücke hier, ich zeige es nochmal, das ist ja relativ alt, oder? Es hat vorher keine politische Verträglichkeit gehabt, irgendwie, hat nicht umgesetzt werden können. Und hat dann auf einmal, ist das irgendwie auch politisch möglich geworden. Also das muss Abfall von Strom, Prozesswärme, Fernwärme machen. Das ist inzwischen ja, einfach wirklich eine Win-Situation. Ne? Eine Win-Situation ist aber auch natürlich gefordert. Man muss heute wirklich nachweisen, was tut man eigentlich aus der Energie, die man da freisetzt, auch rausholen. Und wir müssen eigentlich mehr als 55-70% in Zukunft da Energie rausholen und auch wirklich verbrauchen oder zur Verfügung stellen. Ja. Das ist doch ein Highlight, sage ich mal auch, dass man nicht nur entsorgt, sondern auch Energie erzeugt. Und wenn wir jetzt so anschauen auf den Stickoxid von der Autobahn, wenn wir schon von CO2 reden, natürlich wirklich auch unglaublich, was die KVA, die 42 Gemeinden, die eben den Abfall daher bringen und wie sie eben professionell umwandelt in Energie, was die KVA da eben auch richtig Klima- und CO2-Ausstoß bringt. Ja, also wir versuchen wirklich alles, was man nicht kann recyceln kann, was wirklich übrig bleibt, tun wir so schonend wie möglich für die Umwelt entsorgen, tun die Energie noch rein, die vorhanden ist, rausholen, tun die noch nutzen. Mit dem spart man ja in der Region auch wieder Energien ein, die man sonst müsste haben. Also ja, das ist wirklich, ich denke, eine ganz tolle Geschichte gegenüber der Geschichte, wie man es früher halt kennt, hat Deponien im Boden rein. Die Gas, die Methangas, die da entstanden hat und so, ist das natürlich heute eine ganz andere Qualität für die Umwelt auch. Ja. Ja, da sind wir in der Abgasreinigung hinein, wo die ganzen Schadstoffe eigentlich rausgewaschen werden. Wir nutzen aber auch die Energie, die wir da hinten haben. Das heisst, wenn dann aus dem Ofen etwa 180-gradige Abgas rauskommen, werden die da mit dem linken Bereich, das ist ein grosser Wärmetauscher, die Energie wird zurückgewonnen und geht direkt ins Fernwärmenetz. Also wir müssen dort eigentlich die Abgase von 180 bis etwa auf 60 Grad, 50 Grad reduzieren. Und mit diesen 50 Grad gehen wir zurzeit noch ins Chemie raus. Aber auch dort gibt es noch Potenzial, wo man Energie ausschliessen kann, um für die Region zur Verfügung zu stellen. Genau, das sind wir eigentlich bei der Kammerfilterpresse. Da tun wir den Neutralisationsschlamm trocknen. Neutralisationsschlamm ist eigentlich all die Schadstoffe, die wir da rausgewaschen haben aus dem Abgasstrom, werden da komprimiert, wieder verfestigt. Und am Schluss hat man eigentlich das Material da. Man sieht das, das ist der sogenannte Filterkuchen. Da haben wir eigentlich einen riesen Vorteil, da ist Zink und Blei drin. Und Zink und Blei wird nachher wieder in der Aufbereitung rausgeholt. Und so tun wir eigentlich da mithelfen, auch Energie zu sparen, indem wir eigentlich den Stoff wieder in den Kreislauf zurückführen. Es ist das ja alles Apparatebau, also es muss alles natürlich dem oder Anlagebau, muss man besser sagen, funktioniert das immer auf Anhieb oder ist das auch ein bisschen ein Probieren einmal? Also die Entwicklung ist natürlich ein Probieren, da gibt es sehr viele Versuche natürlich, bis so ein System funktioniert. Das hat man im 95 eingeführt. Und ist seitdem eigentlich wirklich sehr erprobt und kann durch das eigentlich als ja, zuverlässig angeschaut werden. Aber jetzt natürlich das Zink und auch das Blei wieder rauszuholen, das ist wieder das nächste Highlight. Da ist es so, dass wir hoffen, wir sind gerade an einem Projekt dran, dass alle KVAs von der Schweiz eine Aufbereitungsanlage zusammenbauen werden, um die Wertstoffe wieder zurückzugewinnen im eigenen Land. Findet im Moment im Ausland statt, ja. Der Abfall, also richtige Rohmetallminen, oder? Ja, also im Abfall hat es natürlich Stahl drin, Zink, Blei, wie ich gesagt habe.
Aluminium, ja, alles mögliche, Glas hat es drin, alles, was halt die Leute wegschmeissen, versuchen wir im nachgeschalteten Prozess wieder rauszuholen und so eigentlich am Recycling oder an den Wertstoffkreisläufen wieder zurückzugeben. Da sind wir im Bereich unter den Öfen. Da kommt die Schlacke an, das eigentlich nicht verbrennte Material, wird hier in einem Wasserbad ausgetrieben über den Schlacker, geht nachher raus in die Aufbereitungsanlage, wo wir eigentlich alle Wertstoffe, die noch drin sind, wieder zurückgewinnen. Da sind wir im Bereich der Schlackenaufbereitung. Man sieht im Hintergrund eigentlich den Schlackenberg hinter dem Tor. Da wird die Schlacke so lange gestapelt, bis man sie dann in die Aufbereitungsanlage lehnt. Die Aufbereitungsanlage besteht aus einer Siebtrommel hinten. Dann wird das Ganze gesiebt in feine und grobe Fraktion. Jedes Mal wird einmal über die Magnetabscheider Eisen rausgeholt. Das sind die beiden grossen Container, also der 72er da vor allem. Und nachher geht es da drauf auf die ganze Entmetallisierungsanlage, wo man auch wieder über Magnetabscheider, Wirbelstromabscheider sämtliche Wertstoffe, die drin sind, wieder zurückgewinnen. Mit dem tut man natürlich auch wieder das Ganze in den Kreislauf zurückbringen, recyceln und durch das auch wieder Energie einsparen, die man zum Herstellen von dem Grundmaterial bräuchte. Also auch da wieder natürlich ein Kreislauf, der wirklich Sinn macht, oder? Absolut. Nein, wir tun natürlich mit dem Verbrennen viel freilegen, wo man nachher wieder aussortieren kann, wo nachher wieder in den Kreislauf zurückgeht. Was ist es das so ganz genau? Der sieht aus wie Stein, ja? Ja, genau. Es ist natürlich durch das, dass es im Wasserbad war, relativ noch dreckig. Aber man sieht da schon die Teile, die man raushöhlt. Das sind eigentlich alles nicht diese Metall. Aluminium kann es sein, das man hier rausholt. Da gibt es manchmal eben so Kupplungen oder ja, man sieht da schon das Ganze. Das kann man jetzt eigentlich liegen lassen und kann es nochmal über eine Siebtrommel aufbereiten. Oder man tut es direkt in die Güssereien schicken, wo es wieder eingeschmolzen wird und wieder ja, in den Kreislauf zurückgeführt ist. Du bist ein richtiger, ich merke es, Verwertungsfan, gell? Bei ja. Allem, was irgendwie rauskommt, nicht nochmal entsorgen, sondern irgendwie möglichst verwerten. He? Nein, wir versuchen wirklich das Bestmögliche. Wir versuchen, diese Sachen eigentlich wirklich wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Ja. Rot-Weiß-Rot hat nichts mit Österreich zu tun, obwohl jetzt momentan die Rauchfahne von dem 70 Meter hohen Chemiker Richtung Liechtenstein Österreich zeigt. Das ist eine Rauchfahne, hä? Ist nicht ganz richtig, nein. Das ist eine Wasserdampffahne, die man hier sieht. Wir haben eben eine Nassreinigung, wo wir die ganzen Schadstoffe... Zwischenfrage, gell? Rauchfahne, wer raucht, der wird nicht gereinigt und... Genau, sonst reden wir eigentlich, oder da kann man jetzt auch von Rheingas reden. Aha. Rheingas, wo man eben nach einer Reinigung eigentlich in die Umwelt rauslässt. Also wir könnten dort oben her sitzen und würden nicht vergiftet? Ja, wir dürften nicht zu lange dort bleiben. Das ist richtig. Ja. Es ist natürlich so, dass wir eben Faktor 10 bis 100 unter der Grenzwert sind. Das ist halt wie beim Auto heute. Oder? Früher hat man sich können eigentlich töten mit dem Abgas vom Auto. Heute dauert es, glaube ich, recht lang, bis man da würde, ja, etwas spüren. Und so ist es bei unserem Chemie genauso. Also es ist nicht alles ganz so gesund, aber es ist wirklich Faktoren unter den Grenzwerten, die wir heute erreichen dürfen. Auf jeden Fall, einiges haben wir gesehen von der KVA und haben gemerkt, also Abfall wird in einem Kreislauf wirklich wieder zurückgeführt, eben in den Energiekreislauf. Und ein Projekt habt ihr noch, das Wasserstoffkraftwerk, das sagt dem Leuchtturmprojekt. Und was geht es denn da genau? Ja, also wir sind hier in der Region, NTB, mit dem EW-Buchs, mit der ARA-Buchs, natürlich Stadt auch, sind wir dran am, ja, am Konzept erarbeiten zum Wasserstofftankstelle. Auf beide Stellen. Und zwar ist das ein schweizweites Projekt, wo man eigentlich die ganze Transportlogistik das zur Verfügung stellt, um eigentlich Lastwagen, die heute schon bestellt sind, etwa 1000 Lastwagen sind da schon bestellt, dass die da auch bei uns in der Region könnten tanken. Wäre natürlich dann erweiterbar auf Regionalbus oder auch vielleicht Müllfahrzeuge, wo man dann mit Wasserstoff könnte betanken, wo da bei uns in der Region hergestellt würde. Das heisst, mit anderen Worten, hätten wir keinen Abfall, wäre manchmal schlechter hier in der Region? Also manchmal schlechter, ja. Also das, wir versuchen einfach den Abfall, der am Schluss übrig bleibt, der nicht recycelt werden kann, probieren wir so optimal wie möglich zu verwenden. Und durch das können wir andere fossile Energieträger natürlich einsparen, weil wir den Abfall sowieso im Moment hier in der Region haben.
Das ist so. Heisst aber für einen privaten Haushalt nicht, dass man alles in Kübel werfen kann und ihr tun es dann trennen, sondern das Trennen vom Müll daheim, das ist nach wie vor. Nein, das ist absolut sinnvoll. Also alles, was man voran rausnehmen kann und ins Recycling tun, ist absolut sinnvoll. Die Schweiz ist ja eigentlich ein Erfolgsprojekt in dem Sinn, dass wir reine Stoffe sammeln. Sobald man halt gemischte Stoffe sammelt, dann wird halt die Quote, die man wieder zurückgewinnen kann, wird schlechter und durch das dann eher auch ein bisschen fragwürdiger. Aber alles, was ihr daheim, Glas, Alu, könnt separat sammeln, das ist absolut top, wenn ihr das macht.